Macht es so auf, David sitzt neben mir, macht es so auf, klappt das so hoch und sehe. Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder einen weiteren Tag mit mir verfolgt. Leute, heute haben wir ein paar Dinge auf dem Plan stehen. Denn ihr habt schon im Titel gesehen, ich habe ein 1400-Euro Geschenk von einem Zuschauer bekommen. Es ist kein Clickbait, aber darüber rede ich nachher. Denn, wie ihr seht, wir sind jetzt mittlerweile zu Hause angekommen. Oder ist es ein Greenscreen-Studio? Wir sind tatsächlich wieder zu Hause angekommen, aber ich habe noch ein paar Clips in Berlin aufgenommen. Unter anderem, wenn ihr euch noch erinnert an meinen Geburtstag, den ich ja in Berlin gefeiert habe, mit 300 Zuschauern. Oh, habe ich einen wunderschönen Geburtstagskuchen bekommen und man hat in dem Video gar nicht gesehen, wie ich den probiert habe. Aber das haben wir dann am Morgen danach im Hotel gedreht und das zeige ich euch jetzt mal kurz. Ich hatte zwar jetzt schon vor einem Tag Geburtstag, aber wir schneiden jetzt erst den Geburtstagskuchen an, deswegen puste ich auch nochmal die Kerzen aus. 1, 2, 1. So, und jetzt kann ich den Kuchen tatsächlich anschneiden. Ich bin ganz aufgeregt, weil das ist so ein richtig nicer Kuchen. Aber ich würde sagen, 3, 2, 1. Alter. Okay. Tellerchen hier. Oh mein Gott. Geil. Okay, Leute, ich gebe mir jetzt direkt die dickste Gönnung. Mit Fondant, mit Schokolade und allem. Ja, Mann. Richtig geil. Vielen, vielen Dank an das Team von Holy Mash, die den organisiert haben. Richtig süß von euch. Am Morgen davor, bevor wir den probiert haben, gab es einen kleinen Prank. Und zwar hat der David mich geprankt. Ursprünglich wollte ich eigentlich den David pranken. Aber weil ich die Nacht komplett durchgemacht habe und 2 Stunden geschlafen hatte, bin ich dann irgendwie über den Wecker geschlafen. Ja, seht einfach selbst. Leute, ihr seht's auf meiner Uhr. Es ist 6:30 morgens. Ich habe die komplette Nacht mein letztes Video durchgeschnitten. Und ich will eigentlich den David heute Morgen pranken. Aber ich habe das Gefühl, dass er mich zurückpranken will. Ich werde mich jetzt trotzdem mal schlafen legen, so um die 2 Stunden oder so. Weil ich habe heute noch ein paar Sachen vor und ich brauche ein bisschen Energy. Boah, yo, Alter. Boah, du Hund. Guten Morgen. Good morning! Digga, der Wecker klingelt locker schon seit 20 Minuten. Ja, David, ich sag dir, das bekommst du, das bekommst du noch zurück. Also mir einen Prank zu klauen, ist schon dreist. Und wer meinen Kanal aktiv verfolgt, hat gesehen, dass ich eine Parodie auf Herr Newstime gesehen habe. Ich habe eine Parodie auf Herr Newstime gemacht, denn der hat ein Video über mich gemacht und diese Anzeigen-Story. Und ich fand es mega witzig, weil es ist so... What the Der hat ein Video über mich gemacht und diese Anzeigen-Story. Und das war irgendwie so mega witzig, weil so bei Herr Newstime zu landen... ist so schon volles Achievement. Auf jeden Fall mega witzig und dann habe ich eine Parodie hochgeladen und gerade eben hat er ein neues Video hochgeladen und ich drehe mich mal kurz zum Schreibtisch. Ihr könnt hier sehen, das ist Herr Newstimes Kanal, das wurde heute veröffentlicht und es geht in dem Video um eine andere Story, aber er hat in den letzten paar Sekunden hat er mein Ending von dem Video als sein Ende genommen. Nicht für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. Also richtig, richtig coole Aktion von Herr Newstime auf jeden Fall. Ich war mit der Anzeige auch irgendwie in der Starship drin. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so Promi-Flash, aber halt noch schlechter. Ja, das war's auf jeden Fall mit diesem kleinen Follow-up. Heute ist der David mal wieder weg hinter der Kamera und ich möchte mit ihm zusammen in die Stadt gehen, denn wir gucken schon seit einer langen, langen Weile nach einem neuen Objektiv. Deswegen gehen wir heute mal in den Kameraladen und werden versuchen, das auszutesten. Deswegen fahren wir erstmal in die Stadt, aber danach, also bleibt dran, danach erzähle ich noch die Story von dem Zuschauer, der mir ein Geschenk für 1400 Euro gegeben hat. Und Leute, es ist ein krasses Geschenk und es wird auch die Vlogs beeinflussen. Manche werden vielleicht schon wissen, was es ist, aber jetzt geht's erstmal in die Stadt. Okay, Leute, wir sind wieder am Fotoladen unseres Vertrauens und ich hoffe einfach, dass sie unser Objektiv da haben. Ja,
Nee, das ist ultra weit weg. Oh mein Gott. Ja. Freunde, wir sind wieder aus der Stadt zurück, haben uns ein paar Objektive angeguckt, wie ihr, glaube ich, auch gesehen habt. Mal sehen, vielleicht wird es bald ein Vlog-Upgrade geben, aber jetzt geht es darum, warum ihr wahrscheinlich eigentlich auf dieses Video geklickt habt. Das 1400-Euro-Geschenk von einem Zuschauer. Also ich versuche euch die Geschichte so genau wie möglich zu erklären. Und zwar war es so, ich hatte ja dieses Meetup in Berlin, wo mein Geburtstagsmerch rausgekommen ist. Auf jeden Fall kam da relativ am Anfang so ein Dude zu mir und also ich hatte gar nicht mit irgendwelchen Geschenken oder so gerechnet. Es kam tatsächlich sogar ein paar zusammen. Also es haben mir echt ein paar Leute was geschenkt, was ich mega süß finde. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und dann kam der zu mir und hatte so eine riesen Tüte in der Hand. Mit so einem mega aufwendig verpackten Paket. Ich habe das sogar gefilmt. Ich habe das Ganze gefilmt. David hat es gefilmt und ich hatte es auf der Timelapse drauf. Danke, mach ich auf jeden Fall. Boah. Kann ich später noch mit dir quatschen oder ja, wen? Und er meinte nur so zu mir so, yo, ich habe mega lang mit dem Verpacken gebraucht und ich freue mich über das Paket und so weiter und so fort. Und ich fand es halt mega cool und hatte aber gar keinen Plan, was da drin war. Und damit es nicht irgendwie bei mir so voll wird, habe ich es dann nach hinten getragen. Und er hat dann auch noch gefragt, so, yo, kann man irgendwie später mit dir reden oder so? Und dann habe ich gesagt, so, ja, können wir gerne machen, wenn hier die Leute weg sind, weil, wie gesagt, es war ganz am Anfang und es waren so 300, 400 Leute da. Auf jeden Fall ging es dann erstmal ganz normal weiter und der ist tatsächlich da geblieben, sodass, als es dann vorbei war, habe ich ihn hinten getroffen und er hat mich dann gefragt, ob er irgendwie mit mir auf einen Kaffee gehen kann. Und ich habe halt gesagt, so, ja, können wir gerne machen. Wie wär's mit morgen? Und dann hat er gesagt, also dann, er wollte halt mit mir direkt einen Kaffee essen, trinken gehen. Aber manche von euch kennen es vielleicht, wenn ich mit 300 Leuten Fotos gemacht habe, das ist dann nach einer Weile anstrengend und dann bin ich schlapp und deswegen wollte ich auf mein Hotel und deswegen habe ich gesagt, so ja, heute ist ein bisschen schwierig, vielleicht hast du ja morgen Zeit. Was ich nicht wusste, ist, dass der Typ aus München kam. Auf jeden Fall sind wir dann erstmal nach Essen gegangen und sind dann auch ins Hotel gegangen und dann habe ich mich ein bisschen ausgeruht und dann hatte ich Bock, Geschenke aufzumachen und habe die dann aufgemacht und habe zuerst seins aufgemacht, weil er halt gesagt hat, so, yo, ich habe mir mega Mühe mit der Verpackung gegeben, wie schon gesagt. Macht es so auf, David sitzt neben mir, macht es so auf, klappt das so hoch und sehe diese Box, Leute. Das ist eine Mavic Pro Box. Und ich klappe das so auf und guck wirklich so einfach nur so, klappt das so ganz langsam auf. Guckst du zu David, David guckt so rüber, fängt so an zu lächeln, weil David hatte mich mal auch mit so einer Box, aber geprankt. Und zwar wurde mir an meine Fanpostadresse ein Paket geschickt, wo eben so eine Box drin war. Und er hat es dann, das war irgendwie so, keine Ahnung, das war mega eine komische Prank. Aber dann kam halt diese Box bei mir an und ich so, hä, was? Jemand hat mir eine Drohne geschickt? Und dann mache ich die auf und dann war da halt gar nichts drin so. Und deswegen haben wir das zuerst auch vermutet. Und dann klapp ich diese Box auf und dann ist da wirklich eine Mavic Pro in der Fly-More-Kombo drin. Und wir waren beide komplett mindblown. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Paket in dieser Kombo kostet 1400 Euro, ja. Ich habe schon sehr oft überlegt, mir die zu kaufen. Aber ich dachte immer so, yo, shit, das ist halt echt hart viel Geld. Irgendwie, keine Ahnung, ich wollte nicht so viel Geld dafür ausgeben. Und jetzt hat mir das ein Zuschauer in meinem Alter, ja, der ist irgendwie 15 oder so, hat mir das geschenkt. Und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Also ich war erst so, yo, kann ich ja nicht annehmen. Ich hatte aber keinen Kontakt zu dem. Ich hatte keine Ahnung, wie ich den kontaktieren soll, was auch immer. Hab es dann meinen Eltern gezeigt, die haben gesagt so, yo, starte einen Aufruf auf deinen Social Media, so, der soll dir schreiben und so weiter und so fort. Wir waren dann ja auch noch 2 Tage in Berlin. Ich habe dann erstmal auf Twitter gepostet, ob der sich melden kann. Es hat sich keiner gemeldet. Und schlussendlich habe ich dann ein paar Tage später auf YouTube gefragt und habe mir da extra eine Mailadresse einrichten lassen und so weiter. Und darauf hat er dann tatsächlich geantwortet. Das heißt, wir sind jetzt im Kontakt. Er hat mir das Ganze erklärt. Und eventuell werde ich mich auch mit ihm treffen. Er wohnt nämlich in München, das ist so ungefähr 3 Stunden von hier weg. Und vielleicht kommt er mal hier runter zum Bodensee und dann können wir die Drohne zusammen fliegen. Es ist wirklich richtig krass, also es ist kein Fake oder irgendwas. Der hat mir diese Drohne tatsächlich geschenkt, was echt unnormal ist. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall an dich auch. Marlon hieß du. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Also eine Drohne ist echt was richtig Heftiges und dann auch noch geschenkt. Alter. Ja, und das war die Story, wie ich von einem Zuschauer von mir eine 1400 Euro Drohne geschenkt bekommen habe. Ich find's richtig krass und Leute, das wird auf jeden Fall die Vlogs ein ganzes Stückchen aufwerten. Gerade weil es so eine krasse Drohne ist, also die hat 4K, 120 FPS glaube ich, oder 100. Gerade im Sommer kann ich da was richtig, richtig Cooles machen und ich freue mich jetzt noch mehr auf den Sommer, als ich sowieso schon getan habe. Lieber Marlon, vielen, vielen Dank für diese Drohne. Es ist wirklich ein richtig, richtig krasses Geschenk und ich find's echt
mega krass, dass du dich entschieden hast, mir die zu schenken. Und damit war es das mit einem weiteren Vlog. Leute, in nächster Zeit kommen ein paar coole Vlogs. Ich habe ein paar nice Ideen. Seid auf jeden Fall gespannt darauf. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann drückt auf jeden Fall den Abonnieren-Button. Sorry. Falls ihr noch keinen Merch habt, dann checkt die Links in der Endcard oder in der Videobeschreibung und koppt ihn euch, so koppt man Supreme oder Dream Big Merch Logo. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, würde mich extrem freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, ciao und yo Leute, was geht? Abos wieder auf Tragen.